Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu diesem neuesten Video. Heute geht es um ein Thema, das YouTube und das Internet regelrecht in Staunen versetzt hat. Und wahrscheinlich haben ein paar Leute auch richtig sich darauf gefreut. Und ja, es geht heute um die Nintendo Switch, die im März 2017 rauskommen soll oder halt in den Markt kommen soll. Der Trailer soll oder war wirklich richtig gut. Also der Trailer, also meiner Meinung nach hat der Trailer zu viel versprochen. Man sieht, dass die Switch ein Handheld, also die Switch soll ein Handheld sein, den man nimmt. Man kann draußen gehen, spielen. Man kann an den Seiten die Controller, also an den Seiten der Controller, die kann man abnehmen, um so einem Gegenüber den Controller zu geben. Und so könnt ihr Spiele wie Mario Kart, Mario Party oder sonst irgendwas spielen, halt zu mehrere. Dann soll man, wenn man nach Hause kommt und halt Bock hat, am Fernseher zu spielen, soll man diesen Handheld in die Konsole stecken können und dann wird dieses Spiel, was man gespielt hat, im Fernseher zu Hause angezeigt. Schon mal eine richtig gute Idee. Allerdings habe ich ein paar Kritikpunkte zu diesem Thema. Zum einen weiß man nicht, wie gut die Switch wirklich ist. Im Trailer wird gezeigt, dass man auch solche Spiele wie Uncharted oder Oblivion oder Skyrim drauf spielen kann. Man weiß allerdings nicht, ob es das wirklich geht oder ob das überhaupt möglich ist. Denn Nintendo hat nicht mit Sony einen Vertrag geschlossen. Oder das wissen wir nicht. Da Nintendo ja daran schuld ist, dass Sony die PlayStation gemacht haben. Und ja. Jetzt bei Dr. Dansky, der Ursprung der PlayStation. Eines Tages dachten Nintendo und Sony, lass uns doch mal eine Konsole rausbringen, die eine sehr gute Hardware und sehr gut ist für unsere Verhältnisse. So bauten sie die PlayStation 1. Allerdings wollte Nintendo aus irgendeinem Grund auch immer diese Konsole, die PlayStation, nicht mehr zu Ende machen und hat abgebrochen. Sony hat sie zu Ende gebracht und das war der größte Erfolg der Welt. Nicht schlecht. Schalten Sie nächste Woche wieder ein. Dansky erzählt Ihnen. Junge, verpiss dich jetzt. Raus jetzt. Okay. Wie ihr gerade gesehen habt, PlayStation ist was anderes wie Nintendo. Sony und Nintendo sind komplett voneinander entfernt. Und deshalb glaube ich nicht, dass man Spiele wie Skyrim auf dieser Switch spielen kann. Der Trailer verrät wirklich sehr viel und ist auch. Also der Trailer ist sehr dick aufgetragen. Man weiß nicht, wie gut die wirklich ist. Man weiß nicht, was sie alles kann. Und vor allem, wie gut kann sie noch gehen? Welche Grafik kann sie überschreiten? Und also es sind Fragen über Fragen über Fragen. Zum Beispiel, wie viel wird sie kosten? Im Trailer ist es gezeigt, dass die Konsole ist. Du hast diesen Handhelden. Dazu musst du noch einen Controller kaufen. Oder ich glaube, du bekommst ihn sogar dazu. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall musst du noch, also hast du einen Controller, diesen Handhelden und die Konsole Switch zusammen. Also in einem Paket quasi, denke ich jetzt. Und ist, wenn man mal denkt, wie viel würde das kosten, so ein komplettes Ding zu kaufen? Also billig wird es nicht sein. Wahrscheinlich will Nintendo mit der neuen PlayStation 4 überhaupt mitkommen. Das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wie viel sie kostet. Und wir wissen nicht, wie hoch die Grenzen von der Grafik und von den Spielmechaniken sind. Kann sein, dass man Spiele wie auf dem Nintendo 3DS und auf der Wii U spielen kann. Man weiß es allerdings nicht. Das sind keine guten Informationen. Schon klar, es gibt wirklich sehr gute Features in diesem Handhelden. Zum Beispiel kann man hinten so einen Teil hochklappen, dann kann man die Controller ablösen und so spielen. Eine sehr gute Idee. Nur hat man schon den 3DS erfunden. Und das wäre einer der größten Kritikpunkte bei dieser Nintendo Switch. Die haben schon das 3DS, also einen sehr guten Handhelden gemacht. Zwar kam die Wii U nicht so gut an, allerdings werden sie auch wahrscheinlich doch weitere Konsolen machen als nur die Switch. Weil sie haben eine Konsole und einen Handhelden und einen Controller in eine Konsole reingepackt. Man weiß nicht, ob sie so ein großer Erfolg wird, aber ich denke das nicht. Mag sein, dass ich mich irre, aber es sind Fragen über Fragen über Fragen. Und keine Zeugen und keine irgendwelche Leute, die sagen, ja, die Switch wird eine super Konsole. Kann man nicht sagen. Das weiß man nicht. Und ja, bis jetzt habe ich nur Nachteile. Vorteil natürlich auch, dass die Switch wahrscheinlich sehr vielen gefallen wird, da man sie zu Hause als auch draußen spielen kann.
Ich gehöre allerdings nicht zu den Leuten, die sagen, ja, ich würde mir auf jeden Fall eine Switch kaufen, ich will die kaufen und die werde ich mir kaufen. Nein, so einer bin ich nicht. Ich bleibe bei der PlayStation 1 und die normale Wii, die ich habe, und ein Game Boy Advance, aber das ist was anderes. Und werde halt so bleiben. Meine Meinung ändert sich nicht zu Nintendo Switch. Ja, meine lieben Freunde, das war's mit diesem Video. Hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mich abonnieren, aber es ist euch überlassen. Und ja, ich würde mal sagen, auf Wiedersehen.